Und wir berichten in dieser Sendung noch über die erfreuliche und beeindruckende Medaillenbilanz der österreichischen Sportler bei den Paralympics nach den Kurzmeldungen. Durch den Erdrutschsieg der Regierungspartei Geeintes Russland bei der Parlamentswahl sieht sich die Staatsführung um Präsident Putin gestärkt. Trotz einer außergewöhnlich niedrigen Wahlbeteiligung wertet der Kreml das Ergebnis als Vertrauensbeweis für Putin. Internationale Beobachter kritisieren Unregelmäßigkeiten. Nach dem Scheitern der Waffenruhe in Syrien sollen Kampfflugzeuge im Norden des Landes wieder Dutzende Einsätze geflogen haben. Aktivisten machen für die Angriffe die syrische und russische Luftwaffe verantwortlich. Syriens Armee hatte zuvor die Waffenruhe für beendet erklärt. Österreich wird erst im nächsten Jahr offiziell einen neuen Präsidenten haben. Die Nationalratspräsidenten und Clubobleute der Parlamentsparteien haben den 26. Jänner als Angelobungstermin festgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass es wegen allfälliger Einsprüche zu keinen weiteren Terminproblemen kommen kann. Der Tiroler SPÖ-Chef Ingo Mayer tritt nach Turbulenzen zurück. Es ist ihm nicht gelungen, in den Landtag einzuziehen. Vor ihm gereihte Parteikollegen wollten nicht auf ihr Mandat verzichten. Neue Chefin der SPÖ Tirol könnte die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Planig werden. Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat die Beschwerde von Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach auf rückwirkende Auszahlung seiner Pension abgewiesen. Der 60-Jährige hatte die Anhebung des Pensionsalters auf 62 bzw. 65 Jahre als verfassungswidrig angesehen. Gorbach will jetzt den Verfassungsgerichtshof anrufen.